Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir sind in unserer Karriere mit Bilbao gestartet. In der letzten Folge haben wir einige Spieler verpflichtet. Und deswegen werden wir heute auch wahrscheinlich ein bisschen weitermachen. Ich werde erstmal gucken, was wir so an Spielern abgeben, erstmal vor allen Dingen. So, ich gucke jetzt gerade. Genau, weiter Anpassung, das möchte ich gerne tun. E-Mail-Nachrichten anhalten und Trainingstage kannst du weiter überspringen. Wir werden ja ein bisschen schauen, was wir machen. So, Dani Garcia kann den Club verlassen. Zaraga. Nö. So, jetzt haben wir ganz viele Nachrichten bekommen hier vom Spielerchat. Ich muss leider das Geld. Ja, ich ist halt so. Wir brauchen ein bisschen Umbruch. Wir werden, glaube ich, nicht wahrscheinlich nicht in der ersten Saison. So. Wir müssen jetzt natürlich erstmal vielen Spielern sagen. Dass sie erstmal den Club ein bisschen verlassen werden. Dass sie den Club verlassen werden. Monieren sagt Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Und von dir wird bestimmt noch einiges kommen. Mal gucken, was zeigt in der Startformation. Wie gesagt, soll unser neuer Superstar werden. Irgendwann vielleicht mal. Bilbao ist ja dafür bekannt, viele Spieler aus der eigenen Jugend hochzuziehen und alles sehr teuer zu verkaufen. Wie gesagt, ja, wie Martinez ist zum Beispiel oder auch Aymeric Laporte. Der eine für 40 Millionen, der andere für knapp 64 Millionen. So, Alex Berenguer. Leverkusen will 24 Millionen bieten. Ich? Nö. Ich habe allerdings drin. Ausschlussklausel. Du bist dran am Verhandeln. Und Wesker. 9, noch was Millionen. Okay, dann darfst du den Club verlassen. Das ist ein sehr gutes Angebot. Das nehmen wir auch mal direkt wahr. Vencedor. Warte mal, da ist ein Angebot von 8,6. Nö, das können wir mal auslassen. Tauschgeschäft. Ablehnen. Kein Interesse an Friedel. Friedel ist, glaube ich, Österreicher, deswegen dementsprechend hat sich das sowieso schon erledigt, das Thema. Padilla. Delegieren. Ich nehme mal erstmal. Nein, ich wollte keine kurze Leier. Ich wollte eigentlich eine lange Leier machen. Ja, scheiße. Ich hab's jetzt ein bisschen vertan. 20 Millionen. Warte mal, verhandeln. Gehen wir mal in Verhandlung. Von den Spielern hat einen Marktwert von 21 Millionen, die bieten mir 20,8 Millionen. Nein. Du kannst mal 10 Millionen draufhauen, aber. Machen wir mal 30 glatt. Du wirst wahrscheinlich jetzt aufschreien, das ist eine Unverschämtheit. Ja, das ist klar. Dann hast du Pech gehabt, da braucht man nicht, komm nicht mit solchen Angeboten. So. Wesker ist weg. Wie gesagt, wir werden jetzt sowieso erstmal gucken, dass wir ein bisschen den Kader ausdünnen müssen. Wechselt für dieses 9,2 Millionen Angebot auf die Insel nach Mallorca. Ballermann und so. Gut, das letzte Mal, wo ich da war, war zu jung für Ballermann. Gut, okay. Da ist schon mal das Angebot weg. Also der Spieler ist schon mal weg. Chapa, 5,9 Millionen aus Berlin. 30 Jahre alt. Kann man auch annehmen, das Angebot. Ist ein bisschen über Marktwert, weil der Spieler ist 30. Wie gesagt, ich werde natürlich jetzt bis auf einige W, also einen Muniain, würde ich hätte ich auch sonst auch sagen können, ey, vom Alter ja, tschüss, aber ich behalte ihn. Ich brauche ihn noch unbedingt.
wir müssen mal schauen, wie weit wir kommen diese Saison, aber wie hoch die Saison geht. So. Ersetze drei Spieler deiner Mannschaft, haben wir als Ziel abgeschlossen. Okay. Zwei von dreien. So, Garcia. Ja, wechselt nach Bournemouth. Einer unserer Stürmer ist das. Der ist auch 35, deswegen habe ich gesagt, ja, weg. Tschüss. Brauchen wir nicht. So, Padilla Leier gewechselt jetzt für ein Jahr nach Wigan. Raúl García. Kannst nehmen wir so. Also noch ein paar Sachen im Angebot. Aber jetzt mal wieder alles das. Und da geht der nächste Spieler weg. Ich kann, können wir natürlich auch irgendwelche Transfervorschläge machen. Ey, hol mal den, der ist auf jeden Fall Maske und alles um und dran. Und ich hatte, ja, Laporte wird wahrscheinlich nicht zurückkommen können, der wird zu teuer sein. So, Raúl García ist, glaube ich, schon weg, ne? Nee, der Latium. Ah, das brauchen wir nicht. Es geht also zu Lazio wahrscheinlich. So. Und dann geht's weiter mit der Kaderausdünnung. Wir haben. Ja, gut, dann rechnen die ganzen ausgeliehenen Spieler mit dabei. Deswegen wechsel für 12 Millionen nach Wigan. Alex Padilla. 100% übernehmen wir das Gehalt. Und Raúl García wechselt für 9 Millionen nach Lazio. Eine A-Bewertung für unseren. Ist tatsächlich sogar der bestmögliche Deal gewesen. Den haben wir auch rausgeholt. Perfetto. Dann haben wir das auch soweit. Und ein bisschen Kohle auf der Hand. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit der Kader noch, wie groß der Kader überhaupt momentan bei uns noch ist. 35. Also 4 Mann haben wir jetzt abgegeben. Und die Spieler, die da jetzt so ein bisschen noch. Dann können wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen an Spielern, die sowieso mal bleiben, so ein bisschen bleiben sollen. Warte mal. So, gucken wir mal. Sortieren wir das Ganze natürlich mal auf ein Jahr. Gehen, gehen, gehen. Du kannst quasi, ja, Verlängerung delegieren. Bleibt. Markus, Iro, Verlängerung, ja, bleibt. Ach, Scheiße, ich hab die ganzen, diese scheiß Ausschießklauseln gehen mir auf den Senkel. Iago Martinez, Ares, Verlängerung, ja. Kanach geht. Traga, Verlängerung, ja. Hat keine Ausschießklausel drin. Ich gucke jetzt gerade, wie ich so bleibe, wir so bleiben, so Verlängerung hier. Ja, bleibt. So, dann haben wir erstmal ein bisschen Luft von unseren Spielern. Alex Berenguer. Hat damit auch keine Ausschussklausel mehr. Muniain, der bleibt auf jeden Fall. Verlängerung delegieren wir das ganze Ding mal. Wechselt, bleibt für ein weiteres Jahr. Und wie gesagt, das sind jetzt alles so ältere Spieler, die sowieso gehen sollen. Warte mal, da ist noch einer dabei. Bleibt. Also die drei werden auf jeden Fall den Verein verlassen. Sollen vielleicht noch den Verein verlassen, so rum ist es richtig. So, dann haben wir zumindest erstmal einige Verträge verlängert. Entschuldigung. Juri Birtich. Sadik, möchtest du bieten? 14 Millionen als Dings. Dass Sadik aber sehr wahrscheinlich kein Baske ist, hat sich das Thema schon erledigt. So, ich muss mal gerade gucken. Haben wir da irgendwelche Spieler noch?
Azpilicueta. Ja, gut, den könnte ich jetzt sagen, ey, den könntest du jetzt holen, aber. Ja, hier wäre noch einer. Elistodo. Dann tun wir das. Er wurde jetzt auch schon 28, ne? Aber egal, wir holen noch mal auf dem Transfermarkt aktiv feuern. Da ist noch einer auf dem Transfermarkt, den ich so gerne. Elistondo heißt der Spieler von Real Sociedad. Ist ein 28-Jähriger, kann auch Rechtsverteidiger. Hat einen Marktwert von 24 Millionen. Die Kohle ist zu hoch. Ne? Das ist viel zu viel Geld für uns. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt auf dem Markt? Auf der Kante gerade. Aktuelles Budget fast von 43 Millionen. Also theoretisch könnten wir uns den leisten sogar. Machen wir das doch glatt. Wir holen uns den Spieler. Kauf vorschlagen. Transferangebot. Nehmen wir mal 28 Millionen, 29 Millionen auf die Hand. Also das wird jetzt ein richtiger Kracher werden, den wir versuchen zu verpflichten. Oh, Herrera. Ja, klar. Dann sind wir bei den 30 Millionen knapp. Und dann kriegen wir sie. Ja, Herrera will ich ja sowieso abgeben, deswegen werden wir es auch tun. So. Schlüsselspieler, klar. Jo, 3 Jahre. Nö, Freigabesumme lasse ich mal draus, bitte. Und dann machen wir den Deal noch zu. Elostondo, herzlich willkommen im Kader. So, Tauschgeschäft. Alle Herrera wechselt plus 16,7 Millionen, wechselt er dafür im Gegenzug zu. Ist ein 82er Verteidiger, kann also auch quasi auch als RV spielen. Sehr gut, brauchen wir. Das ist mir zufällig nur aufgefallen, mal kurz beim Vorbeifliegen so ein bisschen. So. Gut, okay. Dann haben wir jetzt mal ein bisschen Lo haben wir jetzt mal wieder ein bisschen investiert auf dem Dings. Und dann haben wir 9 Verteidiger. So. Ja. Kann auch bleiben mit der Trikotnummer soweit. Soll als Rechtsverteidiger eingetragen werden. Nicht Teamzentrale, sondern Teammanagement. Und wir haben auf jeden Fall auch schon mal Gehälter gesenkt, weil so. Das Tonno. Ist das der? Nee. So, das Tonno geht jetzt. Doch, ist er wohl. Natürlich. Barrenetier. Das Tonno geht auf die Innenverteidigerposition. Da geht Vivian wieder herein. So, dann haben wir erstmal ein bisschen. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft.
Oh. Ja, dann ist das erstmal soweit ein bisschen unsere Startformation, mit der wir arbeiten wollen. Zwei, drei junge Spieler dabei, die aufgebaut werden sollen, so ein bisschen irgendwann für die Zukunft. Mit eben Escobar aus der eigenen Jugend und so, was haben wir denn hier? Wer soll gehen? Rade Krunic? Nö, abgelehnt. Zahlt die Kohle oder lasst es sein? So, dann haben wir erstmal so ein bisschen unsere Mannschaft. Delegieren. Zwei-Jahres-Leihe bitte ohne Kaufoption. Also, tschüss. Gehen wir mal mit unser erstes Spiel direkt. So, er wird jetzt gehen. Für 2 Jahre nach Norwich. Darf sich dann also quasi da ein bisschen entwickeln. Viele Spiele werde ich ja sowieso nicht abgeben. Wie geht es überhaupt mit dem ersten Saisonspiel los? Schafft man das überhaupt? Nee, also wahrscheinlich nicht in dieser Folge. Das wird wahrscheinlich frühestens in der nächsten Folge. Ich denke, wir machen bis zum ersten Saisonspiel. Mitte Paredes, ja, 2 Jahre für Norwich, das haben wir ja gerade akzeptiert, das Angebot. Und dann geht er erstmal rüber. So, Paredes ausgeliehen, Belcic. 22 Millionen von Napoli. Das ist, glaube ich, besser als das Angebot, fast. So, dann kann man das mal annehmen. Wir können natürlich auch im übelsten Geld. Aber wir können mal die Scouts gleich gucken. Wir können ja mit Scouts mal schauen. Wir haben bestimmt noch ein bisschen Kohle für Scouts über. Ich will, verhandeln. Die bieten aber auch unter Dings, ne? Unter Marktwert. Fällt mir so gerade ein bisschen ein. Transfersumme vorschlagen 25 Millionen. Ja, genau. Frank Lampard ist tatsächlich jetzt sogar schon Trainer. Also, das ist tatsächlich das hier schon mittlerweile Original. Gegenangebot. Ich möchte gerne die, sagen wir mal, 3 und sagen wir mal 24 Millionen. Also ich möchte nicht unbedingt weniger als den Marktwert haben. Der Spieler hat einen 21er Marktwert. Und da möchte ich nicht ein 20,8 Millionen Angebot sehen. Ja, dann ist es halt Pech. So. Iñaki Martinez und abgelehnt. Möchte ich nicht. Tut mir leid. Inigo heißt er natürlich. So. Oh, Patrick Schick wechselt nach Inter. Nö, dann haben wir das abgelehnt, das Angebot. Haben sie Pech gehabt für uns. Juri Mertic wechselt für 22 Millionen nach Neapel. 32 Jahre alt. Klar ist es natürlich immer wieder schwierig, einen Stammspieler loszuwerden, zu verkaufen oder potenziell, aber ich möchte halt gerne einen relativ jungen Kader haben oder den Kader ein bisschen jünger machen. Und dementsprechend werden wir natürlich schauen, was wir holen. Also gucken wir mal. Gut, wir werden jetzt mal tatsächlich um Scouts kümmern. Das wollten wir, also wollte ich sowieso machen. Ich werde die natürlich nach Frankreich und nach Spanien schicken. Scouts, da war's. So, Scouts-Aufträge. So. Gut, da sind da dabei, die interessieren mich herzlich für dich. So, ich brauche einen Jugendstab. Scouting-Netzwerk aufbauen. Geht natürlich nach Spanien. Klar doch. Fixifil geht mal für, sagen wir mal, erstmal 3 Monate. Spiel gehabt, Jacke Füße, Spielmacher, Torwart, Angreifer, Angreifer. Jo, Maus einmal ein links auf, dann gehst der nächste Scout. Jetzt gucken wir noch, was wir ein bisschen was haben. Hier. Ja.
Und dann haben wir bestimmt noch da müssen wir es bringen. Ja, Österreicher, okay. Ne, dann bleiben wir bei Spanien in der Nationalität. Zack. Da waren es mal drei Spanier dabei. Der nächste geht nach Frankreich. So, Nordeuropa habe ich nicht gesagt. Mitteleuropa, Frankreich. So, 6 Jahre, 6 Monate natürlich. Da ist ein Flügelspieler, dachte ich, erstmal geplant, angreifen, und hier werden wir nochmal einen Defensivspieler holen. Scouting-Netzwerk. Jetzt muss ich nämlich ein bisschen gucken, was das passt. Also klar. Baskenland. Nee, es sind, glaube ich, nur Frankreich und Spanien. Das ist es halt einfach. Naja, nee, ist jetzt, müssen wir so lassen, wie es ist. Aber ich gucke jetzt, ich hänge noch mal. Ja, ich kann ja noch mal für Frankreich suchen, fällt mir gerade ein. Ne, warte mal, Spanien. Spanien. 6 Monate. Technisch begabt. Okay, es geht tatsächlich nicht. Okay. Es geht tatsächlich nicht, für Frankreich nochmal zu suchen. Schwierig gerade, ne? Da jetzt nochmal einen einzubauen. Spanien oder Frankreich? Also quasi muss ich ja nach oben. Mitteleuropa. Also geht das ja hier mehr oder weniger um das Gebiet. Schwierig. Ja, ich werde jetzt natürlich feuern müssen. Das ist halt, tut mir leid, jetzt irgendwo gerade so ein bisschen. Ja. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Ich muss es ein bisschen realistisch halten. Ja, Argo bleibt natürlich jetzt erstmal nur die beiden offen. Gut, dann haben wir ein bisschen Kohle in der Tasche. Jetzt haben wir ein bisschen Geld in der Tasche. Ich werde jetzt mal schauen, wie weit das mal so ein bisschen in die Saison reinkommt. Transferangebot. Nee. Ablehnen. Dann eher weniger. So, Zaraga. Ja. 2 Jahre Blei gehen. So. Ja, also viele tatsächlich jetzt, wo ich sage, okay. Ja, Inyaki. Wenn man so holen könnte doch, ne? Da sind ein paar Spieler dabei, wo ich jetzt. Ich muss nicht jetzt alle Spieler dabei, die ich jetzt unbedingt holen würde. Ja, ich überlege gerade jetzt, ob ich mir doch tatsächlich nochmal einen Superstar gönne. Und das werde ich jetzt auch, glaube ich, tun, wenn ich die Kohle. Wie viel Kohle haben wir überhaupt auf der Tasche so ein bisschen nebenbei? Wir haben jetzt ein Budget von. Ja, da können wir es tatsächlich machen. Ich will mich Oyarzabal holen. Von Real Sociedad. Das ist nämlich ein Baske. Mikel Oyarzabal, also noch schon 25 Jahre alt, linker Mittelfeldspieler. Aber teuer. Frage, wie viel würde der kosten?
Der ist teuer. 83er Marktwert, 45 Millionen kostet der. Wie haben wir nicht die Kohle? Ich werde jetzt mal schauen, dass ich ein bisschen was runtergehe von der Summe. Die werden bestimmt nicht sagen 30 Millionen, ne? Das würde ich nämlich auch nicht tun, wenn das möglich ist. Ja, vergiss es, da muss was leider werden. Schade. Tut mir leid. Also die Kohle habe ich nicht. Und ich hätte gerne jetzt geholt, aber nicht für das Geld. Gut, Iramendi, der wäre zum Beispiel so ein Kandidat, aber der spielt, ist halt auch schon 32, dementsprechend keine Option für uns. Mirino. Wäre auch eine Idee. Warte mal. Mirino. Mikel Mirino, der wird wahrscheinlich nicht. Ja, der hat auch einen Marktwert von 47 Millionen. Das ist definitiv nicht zu, ist zu teuer. Das ist leider für uns gerade ein bisschen zu teuer. Nee, da lassen wir es erstmal so, wie es ist. Und, kann ja immer noch kommen. Wie gesagt, wir können ja gerne noch Vorschläge machen bezüglich irgendwelcher Spieler, was ihr so geholt habt. Und wir machen jetzt mal kurz mal weiter, bis wir zum nächsten Spiel. Aha, und danach kann man die Folge beenden. Alex Berenguer ist 27 Jahre alt, hat ein Angebot von Borussia Dortmund. Leute, der hat Marktwert. Oh Gott, das ist ein Bombenangebot. Das muss ich leider annehmen. Und da könnte ich mir tatsächlich versuchen, Uriah Azarbal doch zu kaufen, wenn das Angebot durchgeht. Oh, es geht direkt nach Madrid. Ja, delegieren. Laie, 2 Jahre. Möchte ich gerne. Zumindest mal für 2 Jahre nach Dings wechseln. Nächster Gegner ist auswärts Real Madrid in der Liga. Das ist natürlich ein Top-Auftakt hier. Da werden wir schon unsere großen Probleme kriegen wahrscheinlich. So, und jetzt gucke ich, dass ich noch... es ist nur Zaraga. Okay, ich dachte, wäre jetzt geil, wenn es jetzt gewesen wäre, wenn jetzt natürlich noch... Ach, Berenguer tatsächlich nach Dortmund. Ja, da kann ich versuchen, ob ich jetzt Yazabal tatsächlich bekomme. Den hätte ich nämlich gerne. So, dann werden wir es tatsächlich mal machen. Schauen noch mal, ob wir den kriegen. Und dann werde ich mich hier verabschieden für heute. Mikel Oyarzabal. Wie gesagt, auch 25 Jahre alt. Der wird wahrscheinlich nicht jetzt. Warte mal, Wunschliste gehen. Transferangebot. Ja, ja. Wunschliste. Ja, natürlich nicht da. Nicht möglich gerade. Okay. Bilbao aus Leihe nach Düsseldorf wechselt. Luis Bilbao. Das ist natürlich total toll mit dem Namen bei dem Club, unserem Club hier. Ah, das ist natürlich, dass wir direkt den Brecher bekommen. Und dann haben wir Getafe, sehe ich das richtig, ja. Delegieren. Leihe, 2 Jahre. Kann erstmal gehen. So, und jetzt muss ich hoffen, dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben mit dem. So, warte mal. Transferzentrale. Ja, jetzt können wir es machen. So, dann machen wir mal. Gehen wir mal auf Kaufvorschlag. Gehen wir nochmal in die Verhandlungen, liebe Leute. Wir haben ja ein bisschen Kohle jetzt in der Tasche. Also, wenn ich Merino und ihn bekomme, wäre das natürlich ein Brecher. Aber ich möchte jetzt erstmal schauen, dass ich ein bisschen Kohle. Ich habe ja Kohle in der Tasche. Das heißt, ich gehe jetzt auf 50 Millionen hoch. Das wird natürlich ein übelster Transfer sein. Absoluter Superstar, den ich jetzt verpflichten möchte. Merino wäre die Alternative. Ja, dann machen wir das doch. 50,4 Millionen, der wechselt jetzt natürlich zu uns. Von
Von Sanzib, von So. Klar, Schlüsselspieler, das ist klar. Bei der Summe bleibt das definitiv drin. 5 Jahre möchte ich gerne. Die Freigabesumme lassen wir draußen. 132 Millionen willst du? Gut, könnte man natürlich einen Mega-Transfer, aber dann hat man die Kohle jetzt mit drin. Und wir machen's. Und damit herzlich willkommen, Ojasabal im zweiten Anlauf. Der Wechsel dann tatsächlich zu uns. So, herzlich willkommen. Mikel Ojasabal wechselt von Real Sociedad für etwas unter 55 Millionen zu Bilbao. Und ich möchte ihn gerne behalten. Und deswegen wollen wir ja kurz einen kleinen Clip hier machen. Nummer 7 kriegt er. Ja, das passt doch von der Nummer her. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Superstar. Ja, ist Baske. Ich glaube nämlich, dass Real Sociedad eine ähnliche Transferpolitik verfügt. Das nächste große Transferziel soll ja gerne Dings sein, soll ja Merino sein, aber den werde ich wahrscheinlich nicht so schnell kriegen, weil der eine ähnliche Preiskategorie ist. So. Jo. So, wie gesagt, auswärts Real Madrid wird der erste Gegner sein, den wir haben. So, 34er Kader. Ja, 25 Jahre alt für die Summe, definitiv. Das ist erstmal klar, dass der definitiv in die Startformation rutschen wird. Ich habe den Kader nämlich relativ gut ausgedünnt mittlerweile. Ja, Martinez soll ja auch gehen. Dementsprechend rutscht er natürlich als Startspieler vorne mit rein, auf die linke Außenbahn. Ist auch Linksfuß, kann, also tatsächlich würde ich ihn da tatsächlich eher auf der rechten Seite sehen, gerade weil er dann schön reinziehen kann. Das werden wir auch machen. Weil das macht am meisten Sinn und der ist nämlich ein Rechtsfuß. Das heißt, wir haben hier quasi diese Robben-Ribéry-Flügelzange. Linksfuß auf rechts, Rechtsfuß auf links. Das macht am meisten Sinn auf jeden Fall. Dann kann ich ihn nämlich schön nach innen ziehen lassen. Dann passt das soweit. Ja, viel haben wir jetzt gemacht in den letzten Folgen. So, warte mal. Ja, den brauche ich jetzt erstmal nicht für Position. Ja. Du solltest eigentlich mal unser neuer Rechtsverteidiger werden, aber du wirst jetzt erstmal nur auf der Bank leider sitzen machen, ja, nach den Transfers, die wir jetzt da so gemacht haben. Aber es wird ja noch. Es wird ja noch. Auch Balenciaga soll immer mal wieder seinen Kader kriegen. Bilbao, der wird ja den wechseln jetzt demnächst. Nach Düsseldorf für 2 Jahre. Und dann freue ich mich, wenn er in der nächsten Folge wieder einschaltet mit einem Top-Kracher zum Auftakt in die spanische Liga, nämlich gegen Real Madrid. Das ist relativ bald, das ist nämlich nur 2 Tage weg. Und ich freue mich, wenn er wieder einschaltet. Morgen um 14 Uhr und dann geht es zum Auftakt in die La Liga.